I don't know a good title. 67% Abschlussrate, das schaffe ich. Ich lehne mich jetzt mal einfach ganz weit aus dem Fenster. Und behaupte, das schaffe ich. Nix Schabe, aber Schabe kommt ja gleich noch. Ich möchte den Avatar wieder nutzen. Wechseln. War Maxi gestern hier? Gute Frage. Lang ist relativ. Ich glaube, am Freitag war er das letzte Mal hier. Ich weiß nicht, gestern. War Maxi gestern im Stream? Ich weiß es nicht genau, ehrlich gesagt. Ich glaube vorgestern. Freitag meine ich, Entschuldigung. Wir haben mittlerweile alle durch. Wir machen mal wieder Mario. Weitergehen. Trotz schaffen das? Ich hoffe ja wohl. Slopes! Hui, Katrina! Wie ist die Lage? Heute wirst du mir in Rot angezeigt. Ist Katrina, der Katrinas neue Kleider. Warum nicht Guigi? Hatten wir gestern. Stimmt, Guigi wäre allerdings fantastisch. Guck mal, das wäre doch wieder so ein Argument, ey. Die könnten alleine für Guigi müssen die doch die Mii-Kostüme wieder einführen, ey. Das ist doch scheiße. Oder nicht? Das wäre doch toll. Ich wäre dafür. Ich habe übrigens für die Leute, die Level bauen wollen und denen vielleicht ein bisschen die Inspiration fehlt oder die vielleicht so ein bisschen roten Faden brauchen, für die etwas Unerfahrenen unter euch, ich habe ein nettes kleines Tutorial auf Twitter gepostet von dem Macher von Game Makers Toolkit, Mark Brown heißt der, glaube ich. Mir geht's gut, danke. Heute ist Gott sei Dank das erste Mal vernünftig frisch hier im Stream. Das ist fantastisch, das ist extrem angenehm. Mal nicht von Anfang an klatschnass zu sein, das ist herrlich. Also auf Twitter habe ich ein Video gepostet, das könnt ihr euch für die Leute, die etwas unerfahrener sind, keine Ahnung, vielleicht interessiert es Hiro auch, weiß ich nicht, wobei ich glaube, Hiro braucht erstmal keine Hilfe beim Level bauen. könnt ihr euch gerne angucken, das ist ein cooles Video. Dankeschön. Der Stream ist frisch, den habe ich gerade erst im Aldi gekauft. Shit, ich habe keinen Stern gegeben, sorry. Warte. Wie viel Zeit muss sein? Danke euch. Regenwolken. Ja, aber dann bitte nur, solange es kühl ist, weil Regen, wenn es warm ist, ist ja auch wieder doof. Wir müssen ja, weißt du? Stimmt, die Schlingelklingel hat kein R. Wir erfinden einfach eine zweite Version, nennen sie Schlingelklingel R. Also wie R-Type oder irgendwie sowas. Man macht das doch heutzutage so, oder? Boss Rush. Man macht das doch heutzutage so, dass man einfach irgendwo hinten dran einen Buchstaben hängt und dann ist das irgendwie cooler. Das können wir mit der Klingel natürlich auch. Die Schlingelklingel R. Das ist dann sowas ähnliches wie Schlingelklingel. Auch. Das wäre dann sowas ähnliches wie ein iPod Air, nur in verdammt cool. Zugegebenermaßen. Kurz geht. Es ist das beste Spiel der Welt. Im Moment tatsächlich. Weil's mir so gut gefällt. Ich äußere jetzt mal einfach die unpopuläre Meinung. Shit. Knesi haben dann. Oh, yes. Schlingelklingel ist der Penis eines Bösewichts? Sag mal, ey, so einen Scheiß gebe ich normalerweise von mir. Ihr seid eigentlich brav. Was ist denn da passiert? Tschüss. Tschüss, Boom Boom. War schön mit Boom Boom. Checkpoint. Plötzlich das hier? Plötzlich ein Speedrun? Oh ne, das können wir machen. Brauche ich das Power? Nee. Shit. Nein! So gerade eben noch gesaved. Der Sack. Moment. War das in Mario Maker 1 auch schon so? Übrigens hat sich der Bewegungsapparat von den Bowser Juniors, glaube ich, auch verändert in Mario Maker 2. War das in Mario Maker 1 auch schon so, dass die Chemex nicht durch Wände schießen konnten? Ich war gerade nämlich eigentlich wirklich sehr, sehr darauf vorbereitet, dass sie das tun. Ich schon annähernd überrascht. Ja, konnten sie oder ja, konnten sie nicht? Das ist die Frage. Ich habe vergessen, wie ich die Frage gestellt habe. Konnten sie nicht, okay. Dann hat der alte Herr sich getäuscht. Danke euch. Weitergehen. Ja gut. Also zumindest werden die Level besser als Troll-Level, Scully. Das nehmen wir natürlich für den Moment erstmal mit.
Schaberikorn. Crimson Titi Virikorn. Titi? Titi? Das ist ja... Ach ja, ist ein Multiplayer gegeneinander? Das haben wir übrigens noch gar nicht gespielt. Möchte ich auch irgendwann noch machen. Wobei die Server im Moment, glaube ich... Für einen bezahlten Service sind die Server im Moment... frech schlecht, Nintendo. Ja. Server. Boah, Alter, Ray hat drei Nippel? Heilige Scheiße. Das ist ja wie Krusty der Clown. Dankeschön. Krusty der Clown hat doch drei Nippel, oder? Glaube schon. Keine Server, sondern eher Selbstbedienung. Oh. Guter Quote. Vor allem auch Nummer 950. Direkt noch eine glatte Zahl. Ray hat drei Nippel. Perfekt. Erreiche das Ziel als Propeller, Mario. Das schaffe ich natürlich. Was wäre das ein Problem für... Es ist ein Speedrun. Moment, kann ich einfach... Doch, kann ich. Hitbox! Ich weiß, der Online-Multiplayer ist im Moment kaum spielbar, ich weiß. Aber das Ding ist, es sieht so lustig und spaßig aus. Wir testen das vielleicht heute Abend mal. Moment, ist das das erste Mal, dass der genutzt wird? Ich glaube, das ist das erste Mal, dass der genutzt wird. Jerome, danke dir. Jelly, sollen wir dich jetzt Jelly nennen? Ach, sind Jellybeans also von Jerome, ja? Na gut, Jerome steht ja eh schon länger auf der Abschlussliste. Also. Moment, aber eigentlich... Oh, wir machen... Wir machen jetzt einfach die Mischung aus Jelly und Jerome und nenne ich einfach nur noch Jerry. Damit bist du doch garantiert einverstanden. Ja, wäre das nicht irgendwie sehr viel einfacher und besser zu spielen, der Online-Multiplayer, wenn man einfach eine Lobby öffnen könnte, anstatt irgendwie mit willkürlichen Leuten in Japan und was weiß ich, also aus unserer Sicht in Japan und Australien verbunden zu sein oder irgendwie sowas um den Dreh? Das wird doch allein schon helfen, oder? Solange es hier keinen Tom gibt, können wir das machen. Easy, danke dir. Was hast du verpasst? Auch ein paar gute Level, ehrlich gesagt. Aber noch kein weiteres von dir, glaube ich. Von Easy hatten wir jetzt noch nichts weiteres, oder? Danke euch. Vielleicht als nächstes? Yes! Easy's don't get hurt. Mit einer Abschlussrate von 11,11%. Ah, sorry, jetzt kommt der Mathematiker. 11,11%. Wenn es eine Schnapszahl ist, was habe ich für eine andere Wahl? Prost. Ah, passt schon. Oh nein. Moment. Mein Planet braucht mich. Stell dir mal vor, man könnte einfach so im Weltraum schwimmen. Man kann es versuchen, nur wird man wahrscheinlich nie allzu lange überleben. Ja. Sad Story, Brose. Periodisch oder absolut? Absolut. Ist ja kein Strich drüber. Fuck. Ich finde generell, ehrlich gesagt, die Nachtlevel, der Nachtmodus ist ohne Scheiß. Ich glaube, ich habe bisher noch kein hässliches Nachtlevel gesehen. Und es ist absolut fantastisch. Ich liebe es. Dingens! Hey, grüß dich. Wie geht's dir? Lange nicht gesehen. Was macht die Kunst im Hause der Yassis? Habe ich hier einen liegen lassen jetzt? Ja. Alter! Das ist ja ein Jumpscare! Da hättest du ja fast schon den Jumpscare-Effekt für nutzen können. Hm? Moment, wo war das hier? Da. Okay, cool. Wo war die Schlüsseltür? Ich habe nie aufgepasst. Scheiße. Was hast du? Was ist das? Die Falken irgendwie macht gerade Geräusche, als würde sie irgendwie bergsteigen oder so. Hässlich ist ein hässliches Wort. Stimmt, ja. Okay, dann drehen wir das andersrum. Dann machen wir jetzt eine Verneinung draus. Ich habe noch nie ein nicht attraktives Nachtlevel. Abgesehen natürlich von diesem Modus hier. Diesem Kack-Five-Nights-Level gestern. Ah, das sollte ich wahrscheinlich nicht live sein.
Es gibt ja, ich meine, es hat ja Fans, das Level. Ach du Scheiße. Auto läuft wieder und Metallica ist immer noch schlecht. Ja, guck. Dann bin ich beruhigt. Gut. Plötzlich war ich gelb. War wunderschön. Für einen Moment fühlte ich mich wie ein wunderschöner gelber Engel. Der ich natürlich bin, hallo. Was war das denn? Brauche ich das? Ich glaube schon. Was hatte man mir gegeben? Manchmal bin ich auch der ADAC. Wenn ihr wüsstet, wen ich alles abschleppe. Exquisiter Spruch. Das Wort onaniert habe ich, glaube ich, jetzt bestimmt 10 Jahre nicht gelesen. Danke dafür. Ist wunderschön. Wer erfüllt jetzt den Bildungsauftrag und erklärt uns, warum onaniert heißt? Ich hoffe, dass die alle zur selben Tür. Sneaky, tricky, sneaky. Läuft. Ja, ich kenne auch nur Pulps, das stimmt. Damit bin ich schon überfordert. Danke euch. Och. Nee, ich sag nichts. Eisschub. 3,2% Abschlussrate Yoshi. Was ist denn da los? Ich will neue Sneaker. Ich habe in meinem Leben noch nie Sneaker besessen. Never ever. Moment, oder zählen Vans als Sneaker? Dann schon. Diese flachen Vans-Schuhe ohne Schnürsenkel und alles. Sind das Sneaker? Das sind Sneaker, ne? Okay, dann. Dann habe ich sehr wohl mal ein paar Sneaker besessen. Das habe ich sehr gerne getragen. Die waren selbstverständlich, weil ich bin ja Ska-Fan. Das war ja selbstverständlich. Selbstverständlich waren die kariert. Schwarz-Weiß. Entschuldigung, Grau-Weiß. Elefant, ich habe dir gestern schon mal gesagt, dass ich deine Level nicht mehr spielen werde, weil die in Mario Maker 1 absolut grottenschlecht waren. Und davon abgesehen ist die Queue schlicht und greifend nicht geöffnet. Kneesi, haben Dank. Anderthalb Minuten gedauert? Elefants Levels sind schuld. Ja, ich glaube auch, Ben, ja. Einmal lasse ich es nur durchgehen, einmal. Danach wird geklingelt, Alter. Alter, die Queue ist geschlossen, hörst du mir zu, Alter? Alter, was ist mit dir nicht in Ordnung, Alter? Es gibt keine Queue, weder für dich noch für sonst irgendwen. Jesus. Hier, da. Klingel, extra für dich, klingel. Hör mir zu, wenn ich rede, Bitch. Katze ist geflüchtet. Ey, du hast meine Katze verjagt, ja? Sag mal, ist die Q eigentlich auf? Max, grüß dich. Jetzt ist mein Headset verrutscht, meine Fresse. Jesus, Maria und meine Mutter, ey. So, genau, jetzt habt ihr alle die Wette verloren. Super. Nee, ich sag jetzt noch nicht. Ich sag am Ende des Abends vielleicht noch. Was für ein Problem ist das ja? Sitzt ihr, spielt Mario, ja. Scheiße, mein Headset für 50 Millionen Euro ist verrutscht. Und das mache ich jetzt aber eine böse Rezension auf Amazon wegen. Ich habe noch nie eine böse Rezension geschrieben. Ich möchte es gerne mal tun.
Dabei hatte ich schon halbe Hunde in meinem Essen von bestimmten Restaurantketten. Ist die Queue schon auf? Ist die Queue schon auf? Aber kurz. Als wir vorhin die Wetten abgeschlossen haben, ob wir heute die Schlingelklingel brauchen würden, und ich gesagt habe, ihr wisst doch noch gar nicht, wer kommt, schätzt mal, an wen ich da gedacht habe. Ich weiß nicht, ob er drauf kommt. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber ich werde es ja auch keinen vorführen. Ist gut jetzt. Dingens! Yes! Zum siebten Monat. Willkommen zurück, Alter. In 2 Monaten kriegen wir ein Kind. Ich hoffe, du hast dir schon einen Namen ausgedacht und der ist nicht Kirk. Ich weigere mich. Vielleicht Kirkett. Das würde ich noch nehmen. Oder Kurt. Danke dir. Zum siebten Monat hintereinander. Alter, Tier 3 noch dazu. Heilige Scheiße. Danke dir. Sehr, sehr lieb. Und natürlich viel Spaß mit den besten Emotes der Welt, wie zum Beispiel Kurze Rage. Kurt nehmen wir, aber wenn dann mit K, bitte. Los? Ja, danke schön. Danke dir, sehr lieb. Hashtag Hüppe. Einer von meinen, ich glaube mittlerweile 4 geschätzten Tier 3 Subscribern. Ihr seid absolut verrückt die letzten Monate, ohne Scheiß. Dankeschön. Ist das nicht ein fantastisches Level? Ganz schön schwer. Captain Kirk, genau. Fuck. Hat Yoshi mir das eigentlich eingesandt? Aber ich muss auch 10er-Münzen sammeln. Ich bin total bescheuert. Ja, knapp daneben ist auch vorbei. Ja. Ist auch die Schlingelklingel? Ist das Schlingelklingel 2.0? Knesi, hab Dank. Nenn einfach Hans. Hannes. Hannes der Zweite. Hans wird bald ersetzt als Emote, könnt ihr euch vorstellen? Falls irgendwer jetzt... Ich plane 2 oder 3 neue Emotes. Falls irgendwer jetzt einen richtigen Rät bekommt, dann Sub gibt. Verdammte Scheiße. Jetzt mach endlich die Kerl auf. Ich bekomme hier die Pimpernellen. Isirage, Isirage. Du aber sowas von am Arsch. Prost, ihr alten Wemser. Easy, hab Dank. Boah, manchmal ist es schlimm, wenn manche, also ich weiß nicht, manche Menschen provozieren, dass sie zum Running Gag werden, Alter. Sorry, ich meine das nicht persönlich, aber gottverdammte Scheiße. Habe zumindest den Respekt vor anderen Menschen, den Menschen zuzuhören, mit denen du redest. Gottverdammte Scheiße. Easy, hab Dank. Alle so schön? Ja, aber das ist ja schwer. Geht schön und schwer gleichzeitig? Kurz Rage, kurz Kappa. Ja, aber ihr sollt ja nicht nur den Namen raten, ihr sollt ja raten, was das ist. Schnittlauch. Schnittlauch. Moment, habe ich eine Münze verpasst? Hab bestimmt eine Münze verpasst und habe jetzt im Prinzip verloren, richtig? Gehe ich recht in der Annahme, dass... Musik ist übrigens... Yes! Ach stimmt, hier war ich ja auch schon mal. Ich erinnere mich. Ah, da. Den da wollen wir haben. Yes. Ah. Ich glaube, Yoshi hat geschrieben, dass das Level... Ist das das, wo du geschrieben hast, dass es keinen Checkpoint hat, weil es zu kurz ist? Kurz Lauch? Oh ja. Ein Kappa mit meinem Gesicht? Nein. Keiner hat... Kurzrage gibt's da schon, Max. Achso, da ist Kappa dahinter. Ich habe ihn nicht gesehen. Entschuldigung. Danke euch. Sehr gutes Level. Pau, pau. Yes. Dankeschön. Gutes Level. Nehmen wir. War für Yoshis Verhältnisse richtig, richtig schwer, oder? The Marcus. Desert Fun with Gravity. Mal gucken, ob ich das begutheißen kann. Ja, Pat. Das ist eine der ersten Sachen, die mir damals in Mario Maker aufgefallen ist, als ich das erste Mal Mario Maker 2 gespielt habe, dass die Bäume in dem Eisding aussehen wie... Ja, Dödel. Es gibt ja keine 2 Möglichkeiten, das zu sagen. Das ist meine Aufgabe. Hm? What?
kurz klingeln. Weißt du, was ist, dass ich gelten? Robin bekommt ein Subgift, wenn seins ausgelaufen ist. Das ist tatsächlich einer von den dreien, ja. Aber die anderen werden wir jetzt nicht mehr aufdecken. Ich weiß nicht, ob er am Ende kommt, aber da habe ich mir Gedanken drüber gemacht, ja. Zwei von den dreien werden wahrscheinlich am Ende erstmal umgesetzt. Guck. Wird gut, bin ich mir sicher. Ja, klasse. Wieso kriege ich überhaupt ein Power-Up? Wenn ich sowieso nicht getroffen werden kann, warum kriege ich überhaupt ein Power-Up? Ich werde es jetzt trotzdem erstmal weiterspielen, so ein bisschen lernen oder so. Soweit ich komme jedenfalls. Ich warte bisher noch auf ein Level, das mir zeigt, dass diese Dinger vernünftig verwendet werden können. Also die Blockschlangen hier. Blockschlangen. Oh, das klingt wie irgendwelche fiesen Bösewichte aus dem Fußball. Bei den Ultras oder irgendwie sowas. Hashtag Game Design. Wahrscheinlich ist das jetzt das Ende. Ah, shit. Oh, warum hast du denn neben den Kaktus nicht links auch noch so einen Ball gemacht? Hallo? Du hast doch Verantwortung dem Kanal hier gegenüber. Du kannst dir solche Level hier einsehen und da keinen Pimmel malen. Also, wer ist das? Markus. Falls das dein wirklicher Name ist. Also, das hätte man ja wohl erkennen können. Okay, also der Kram hier bringt mir sowieso alle nichts. Also, ich meine, nein. Der Power-Up, ja. Der bringt mir sowieso nichts. Sehr gut. Habe ich jetzt eigentlich die Follower weniger? Uff, ja. Sag mal, wie viel habe ich? Ne, habe ich keinen weniger. Oh, da ist aber jemand ganz schön widerstandsfähig. Heilige Scheiße. Blockschlangen sind die Gegner der wilden Kerle. Oh ja. Fickende Funken, ne? Nicht damit ein wilder Kerl? Zumindest Frau hat gelacht. Das ist schön. Das ist doch eh das Wichtigste. Ist auch, so viele Streamer haben das wahrscheinlich. Ich habe ja immer Chat-Publikum im Stream, aber ich habe ja gleichzeitig auch immer Live-Publikum. Mich würde mal interessieren, wie viele, ja, ist meine Spezialität, das stimmt, ja. Ich bin ein wahrer Profi darin. Mich würde mal interessieren, wie viele Streamer auch Live-Publikum immer da haben. Das ist ja ganz schön schwer. Danke! Danke! Das hätte ich mir auch sparen können. Danke euch! Aber das ging jetzt noch. Ich glaube, dass man sich... Es wird dort nicht mein Lieblingsgimmick werden, aber... Bowser Juniors Pipeline. Hat es vielleicht was mit Klos zu tun? Danke euch. Hashtag Rekord. Yes. Ich glaube, auch wenn es nicht mein Lieblingsgimmick werden wird in Mario Maker 2, ich glaube, dass man sich sehr wohl gewöhnen kann. Ah, ist das hier das Bowsers Klo-Level? Dass man sich sehr wohl an diesen Schwingkram da... Kran-Kram. Da kann man sich sehr wohl dran gewöhnen, glaube ich. Was ist meine Aufgabe? Ich soll jetzt nicht auf den draufspringen, oder? Robin! Der ist doch gerade am Pott! Jetzt versetz dich mal in meine... in meine Schuhe. Stell dir mal vor, ich sitze jetzt hier, ja? Komm in ein Badezimmer, in ein fremdes Badezimmer. Ja? Und da sitzt dann jemand auf Pott. Und du sagst, ja, spring auf den Kopf. Also, macht man doch nicht. Wisst ihr, jetzt ist er wütend, ist klar. Ein Fremder in mein Badezimmer kommen würde und sagen würde, hahaha, jetzt bring ich dich erstmal auf. Ich wäre auch wütend. Ich würde dann auf jeden Fall anfangen, Feuer zu spucken, ja. Aus dem Anus. Yes, Flitzekacke. Wie in guten alten Zeiten. Manche Memes werden nie alt.
Hätte jetzt fast Alf gesagt. Muss ich noch tiefer tauchen? Oder? Muss Unbrauchbares aus der Wohnung reißen? Da hast du einfach... Moment. Stopp. Nee. Du gehst jetzt nicht, Pat. Du musst jetzt hier bleiben. Und also zumindest den Chat auflassen und jedes Mal... Also du musst uns ja daran teilhaben lassen. Du kannst ja nicht irgendwie sowas Cooles machen und dann einfach gehen. Wir sind doch deine Freunde. Viel Spaß, hau rein. Frohes Schaffen. Das klingt zumindest nach frohem Schaffen. Ein bisschen Frust ablassen oder so. Ich meine, gut, oder, also ich meine, gut, es kann theoretisch auch sein, dass du Tapeten entfernst. Das ist, möchte ich wissen. Längliche weiße Objekte, die hin und her schwimmen in einem Klo, möchte ich wissen. Nee, ich möchte nicht wissen, was Robin auf seinem Klo gemacht hat. Nee. Ja, Schweinskram halt. Ja, das kann man so stehen lassen, das ist okay. Funktionieren Springjumps? Oh, Moment. Funktionieren Springjumps? So nicht. Moment, was mache ich jetzt falsch? Shit. Ich könnte mir jetzt nicht sagen, die auch sparen, aber. Ah, fuck. Warte. So. So. Ja, gutes Level. Gutes Level, nehmen wir so. Fantastisch. Abgesehen von dem weißen Kram, dass ich nicht weiter kommentieren werde, Robin. Danke euch.